Tja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Subnautica und wir sind jetzt kurz davor, dass wir auf die große Reise gehen wollen. Ich habe also, wie man sehen kann, hier schon den Zyklopen ganz gut ausgebaut. Ich habe da schon alles so weit reingepackt. Ich denke mal, ich bin weitestgehend fertig. Ich bin jetzt gerade so bei den letzten Vorbereitungen. Hier kann man sehen, also Fabrikator und Modifizierungsstation ist hier, Funkgerät ist hier, so ein bisschen Ausrüstung in den Schränken habe ich hier, was man so eben braucht. Da auch nochmal. Hier sind schon mal so allerhand Materialien, alles mögliche. Aquarium, da habe ich mir mal zwei Blasenfische und zwei Regionals reingetan, damit ich die eventuell züchten kann. Weil ich habe Folgendes vor, ich will gucken, dass ich möglichst tief komme, irgendwo zum Lost River, vielleicht auch noch weiter runter. Ich möchte ja irgendwann auch mal das Lava-Biom sehen. Und dann will ich irgendwo unten eine Station bauen mit einem Kernreaktor. Ich habe jetzt hier schon mal was vorbereitet. Hier ist also für den Kernreaktor das Baumaterial drin und auch schon mal drei Brennstäbe. Hier ist schon mal so ein bisschen Uran drin. Und ja, die Ladestation, die kann ich hier nicht benutzen. Die kommt dann auch da rein. Bisschen was an Batterien und Energiezellen habe ich auch. Dann habe ich noch Durst. Das ist ja dauernd so. Müssen wir das eben erledigen hier. Vital signs stabilizing. Zack, zack, zack. Noch mehr, richtig satt machen. So, wieder rein. Gut. Ja. Dann habe ich hier noch ein bisschen was. Da habe ich die Energiezellen rausgenommen. Die war bei 13% immer noch. Also, ich merke, ich habe jetzt seit 3 Tagen oder so das Licht hier an. Das verbraucht so gut wie nichts. Na, hier sind auch leer, weil die sind alle vollgeladen. Die letzte, da lade ich dann auch noch voll, bevor ich abhau. Und ja, dann will ich quasi für längere Zeit verreisen und eine andere Station bauen, da in sehr tiefer Tiefe. Ich habe jetzt 2 Eingänge gefunden, die wirklich weit runterführen bis zu dem Lost River. Einmal ist es im Nordwesten und einmal ist es im Südwesten. Also so ein Stück südwestlich von dieser südlichen Insel. Obwohl mir der Eingang im Norden da ein bisschen geräumiger scheint, weil schließlich muss ich ja mit dem Zyklopen darunter düseln. Das ist ja alles ein bisschen eng da. So, hier unten habe ich jetzt auch noch ein paar Schränke und dann diese hier. Da habe ich also, ne, hier ist Futter drin, da ist Futter drin, da ist Futter drin, da ist Futter drin. Und das geht hier weiter mit Wasser. Das sind also die 50er Flaschen da und da oben auch. Und da auch nochmal, hier ist 2 Schränke Salz. Medipacks, der ist noch leer, Schlingpflanzenproben, Tiefenpilze, Röhrenkorallenproben, Eier. Hab natürlich auch hier von dem Pflanzenzeug was mitgenommen, damit ich das alles da unten noch züchten kann. Braucht man ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Schmierstoff machen soll oder so, dann brauche ich ja diese Schlingpflanzenbüschel. Das gibt's ja da unten alle gar nicht, ne? Kupfer, Kyanit habe ich noch einen. Ich hatte insgesamt 4 Stück. 3 habe ich schon verbaut für ein Modul. Und hier ist Quarz und Titan, mehrere Schränke. Ja, ich denke mal, ich hoffe, dass ich soweit alles habe. Auch den Zyklopen selber habe ich schon ganz gut ausgerüstet. Wenn wir jetzt mal hier die... Na, hier habe ich also den Täuschkörperschacht, habe ich noch nie mitgearbeitet. Hier habe ich ein paar Ersatztäuschkörper drin. Und die Erweiterungsmodule, alle 6 Schächte habe ich benutzt. Tiefenstufe 2, also 1500 Meter kann er. Ladeschachterweiterung, dass ich mehr von den Täuschkörpern da rein kann. Sonar, Schildgenerator, da kann ich also mich für eine Weile unbesiegbar machen. Allerdings kostet das viel Energie. Maschineneffizienzmodul habe ich hier drin und Reparaturmodul, dass die Motte bzw. der Krebs dann repariert wird. Aber das ist nicht so wichtig. Ich hätte ja ganz gerne dieses automatische Feuerlöschmodul hier noch gehabt, aber es scheint es gar nicht mehr zu geben seit Release, ne? Das konnte ich jetzt nicht bauen. Hier ist ja mein... Da ist kein Modul für diese automatische Feuerlöschgeschichte. Hier ist der Wärmereaktor noch. Den werde ich unten bestimmt brauchen, aber brauche ich 4 Kyanit für. Und ich habe keins. Das gibt es ja hier auch gar nicht oben. Also alles, was so über 1000 Meter ist, da gibt es das wohl gar nicht. Außer schon mal in Zeitkapseln, denn da habe ich es her. Jetzt mache ich aber noch eben diesen doofen Effekt wieder aus hier. So. Ja. So weit, so gut. Hier ist der Prawn drin, also der Krebs ist hier drin. Den muss ich mir auch nochmal angucken. Ob ich da alles soweit habe. Den habe ich auch tüchtig aufgerüstet. Hier ist auch das Stasegewehr drin. Müsste hier drin sein, ne?
Ja, Stasegewehr habe ich auch gebaut und ausprobiert. Alles da. So, gucken wir noch mal, ob jetzt müssen wir ein bisschen Wasser. Ist glaube ich noch nicht ganz voll, ne? Ein bisschen Wasser muss ich noch haben. Und dann habe ich Folgendes vor: die Motte runterfahren bis zu dem Lost River in 700-800 Meter. Welcome aboard, Captain. Da, wo dieses große Skelett liegt, da, wo ein bisschen ruhige Ecke ist. Und da will ich die Motte hinparken und mit dem Gleiter zurück, also die ganzen 700-800 Meter zurück und rauf. Blitzlichtgewitter hier. Ich glaube, der klaut mir immer den Strom, ne? Boah, die FPS ist unheimlich eingebrochen. Wie weit ist er denn? Ah, hat es angefangen, ist noch nicht viel. Oh, ist eine schlechte Performance hier. Ah, der Strom ist aber wieder gut. Ja, na dann lasse ich das erst nochmal laufen. Ich bin ja noch nicht unterwegs. So, ja, dann würde ich sagen, mache ich mich auf den Weg und gucke, dass ich die Motte da hinkriege. Jetzt muss ich mal eben gucken, was ist denn da? Was brauche ich denn da für Symbole? Die Motte, klar. Alien-Eingang 1, Alien-Gang 2, das sind die beiden. Der Wegweiser brauche ich genau. Blutkelb-Eingang, ich hatte Zuschauer gemacht. Hier 1. Ja, was war denn jetzt hier 1? Signalboje, krass. Lost River 610, krass 850. Ja, da müsste da sein. 850 Meter tief. Da muss ich gucken, dass ich da hinkomme. Aber da muss ich mich so durchhangeln. Erstmal muss ich gucken, dass ich hier diesen Wegweiser finde. Richtung Wegweiser. Ich werde aber mit viel Speichern arbeiten, weil wenn ich da das hier kaputt gemacht kriege oder so, da fange ich ja nicht neu an und baue nochmal eine neue Motte, sondern dann nehme ich den letzten Speicherstand. Ne? Also bei kleineren Sachen will ich das nicht so sehen, aber wenn ich jetzt da in die Tiefe gehe und da passiert was, mache ich das nicht mit. Da komme ich ja gar nicht mehr zu ran. Ich habe jetzt tagelang gebraucht, die Vorbereitungen hinzukriegen, die Module alle zu bauen und dran zu schaffen. So, hier nochmal einen Blick riskieren. Da ist noch ein Ersatzkofferraum. Ich habe notfalls hier ein so ein Wirbeltorpedo und ein Torpedosystemmodul hier drin. Ich habe auch mal dieses Pfadfinderwerkzeug eingesteckt. Weiß nicht, ich habe das noch nicht probiert. Da müsste ich auch erstmal ausprobieren noch. Naja, jetzt wollen wir erstmal gucken, dass ich die Motte da vernünftig hingeparkt kriege. Ist eigentlich hell. Oh ja, ist gerade hell. Welcome aboard, all systems online. So, da muss ich mal sehen jetzt. Moment, eins ist wichtig. Essen, trinken, habe ich da was mit? Oh, das ist aber blöd. Ja, das war jetzt eine ganz, ganz doofe Reaktion. Das war eine ganz doofe Geschichte. Ich habe die Hälfte vergessen. Ich muss ein bisschen Proviant ja wohl auch mitnehmen und vor allen Dingen den Gleiter, sonst komme ich da nämlich nie weg. Na, fahr ein Stück, greif dich. Den habe ich nämlich oben im Zyklopen schon drin, den Gleiter. Und ich brauche aber auch gleich einen, damit ich zurückkomme. Mann, oh Mann! Da ist keiner drin, aber hier, ne? 98, 99, nehmen wir den. So, den packen wir auf die 1. Dann habe ich das Reparaturwerkzeug. Dann habe ich den Laserschneider, den brauche ich vermutlich nicht. Das nehme ich mal mit. Den brauche ich eigentlich auch nicht. Da will ich da irgendwas bauen? Nö, jetzt nicht. Aber hier lassen tue ich den auch nicht. Lampe ist wichtig, Scanner auch wichtig. Gut. Und ja, genau. Also es geht jetzt auch nicht darum, großartig Material zu farmen oder so. Deshalb, Wasser, das sind nur die kleinen Flaschen. Da sollte ich mir einfach mal von hier. Ich habe hier überall in den Eingängen so Erste-Hilfe-Geschichten. Dann nehmen wir mal hier drei mit, das sollte reichen. Ich weiß ja nicht, wie lange ich suchen muss. So. Ach so, und Batterien noch. Batterien. Wo haben wir die? Hier. FPS 31. Ich habe manchmal so komische FPS-Einbrüche. Die Ionenbatterie. Ach was, normale Batterien reichen. Wo sind die alle? Schon alle im Zyklop. Ich brauche aber noch mehr. Ich glaube, ich habe in der Motte auch noch zwei Batterien, ne? War doch so, oder? Ja, dann nehmen wir noch eine hierbei. Noch eine Energiezelle als Ersatz. Nochmal zwei Wasser. Gut, jetzt sollte aber alles klappen. Ich brauche nicht den Strahlenschutzanzug, sondern den hier. Genau. Jetzt können wir mal los.
die Motte wegbringen. Ist immer noch hell. Ist ja erstaunlich. Lass uns mal gucken, was hier los ist. Weil die Motte kann ja wahrscheinlich nachher nicht weiter mit runter. Die nützt mir ja nichts bei 1000 Metern nachher. So, mal gucken. Natürlich wird es wieder prompt dunkel. Nordinsel. Heimatbasis klar. Südinsel. Wir müssen in die Richtung. Da unten sind sie. Blutwald, Alien-Eingang, genau. Wegweiser, Alien-Eingang 1. Wo ist das mit dem Krass? Ja, 850 Meter. Das ist da unten. Und das ist richtig weit weg. So, wir müssen jetzt erstmal zum Wegweiser bzw. Eingang Blutkelb da. Dann geht es hier zum Wegweiser und dann, ja, da nicht unbedingt. Dann folgen wir so ein bisschen dem Lost River. Da stellen wir unter in einer Tiefe von 850 Meter die Motte irgendwo ab und versuchen dann mit dem... Ah, ich habe was Wichtiges vergessen. Und versuchen dann mit dem Gleiter zurückzukommen. Gut, dass ich daran gedacht habe. Ich brauche unbedingt die zweite große Sauerstoffflasche. Wenn ich nämlich den Weg nicht gleich finde, komme ich mit einmal 225 Minuten noch gar nicht aus. Mann, Mann! Das wäre natürlich doof gewesen. Dann hätte ich mit der Motte nämlich doch wieder zurückfahren müssen. Ist er hier drin? Nein? Dann ist sie hier drin. Genau, die muss ich mitnehmen. Na, bleibt auch gar nicht viel Platz zum Farmen. Aber das ist ja auch nicht die Mission. Ich würde sagen, jetzt speichere ich nochmal, damit, wenn was passiert, dann fange ich von hier an. Oh. So. 12 FPS war das gerade. Also irgendwie, ich habe sonst immer so zwischen 40 und 60 FPS, meistens so im 50er Bereich. Aber jetzt heute merke ich, dass die immer mal wieder so runterbricht. Bis auf den 14, 15 runter. Immer nur für einen Moment. Komisch. So, die Richtung müssen wir. Denke mal, wenn ich da ankomme, ist auch bald wieder Tag. Ich hätte jetzt nochmal essen und trinken können, ne, eigentlich. Aber jetzt fahre ich nicht nochmal zurück. Jetzt muss das reichen. Blutwald habe ich das genannt. Das ist ja dieser Blutkelbwald, da oder wie der heißt. Und da ist der Eingang. Kelbwald. Wegweiser, ja, da müssen wir hin zum Wegweiser. Ja. Das wird abenteuerlich. Hoffentlich komme ich da heile zurück. Ich bin hab angehalten, weil ich die Hand brauchte, um einen Bonbon zu nehmen. Sonst habe ich immer einen Hüsterkeln. So, wo ist denn Wegweiser da? Da steht keine Höhe beim Wegweiser. Das könnte ich ja eigentlich nachtragen gehen, ne? Der Wegweiser ist so, da wo dieses Blutkelb ist, dann ist unten so ein Loch, so ein Höhleneingang. Und der zeigt dann eben, wie man den findet. Vor allen Dingen, wenn man da unten ist, wie man den Ausgang wieder findet. Deswegen nenne ich den Wegweiser. Zeigt quasi Ein- und Ausgang von diesem Höhlensystem. Ist ein bisschen unglücklich beschriftet. So, jetzt ist sowieso egal, ob Tag oder Nacht ist. Ist eh duster alles. Mal aufpassen, dass uns die Knochenhaie jetzt nicht so zerfetzen hier. So. Ich glaube, das ist schon mal ganz gut. Jetzt wird es auch langsam ein bisschen kreaturengefährlich hier. Der Wegweiser ist da, den haben wir gleich. 300 Meter Tiefe haben wir schon mal. Da muss ich gleich quasi alles zu Fuß. Ja, ne, ist klar. Hast mich aber nicht erwischt. So, hier ist er doch, der Weg. Ne, jetzt müssen wir noch mal ein Stück tiefer. Ich habe die auch nicht gesehen, dieses komische Krabbending. So, hier ist der Wegweiserboje. Genau hier, die kann man jetzt auch sehen. Da ist sie. Dann haben wir da Alien-Eingang 1. Jetzt geht mal ein bisschen weiter runter. Dann kommt nachher auch schon der Lost River. Wir haben jetzt 550 Meter erreicht. Also wenn ich jetzt Magnetit sehen würde zufällig. Oder ein bisschen Uranit, jetzt nicht unbedingt, da ist eins. Ach, die Musik ist schön, ne? Da ist ja schon der Lost River hier. So, guck, manchmal sind hier unheimlich viele von den großen Viechern.
Da. Oh, da ist er, der Große. Scheiße, scheiße. Ich hoffe, das hat geholfen. Was ist da? Hier? Lost River? Ne, das ist was anders. Die müsste ich eigentlich ausmachen. Jetzt muss ich gucken, dass ich den Weg finde. Oh, da ist er wieder. Als ich letztes Mal hier war, war der gar nicht da. Ich weiß auch nicht, ob der aus war oder was. Da ist dieses Krass. Da müssen wir hin. Ich glaube, wir sind ganz auf einem ganz guten Weg. Ist nur schwierig, ne? Oh Gott, das schaffe ich nie. Ich muss den ganzen Weg zu Fuß zurücktauchen mit meinen beiden Flaschen. So, jetzt kommt hier dieser unheimlich tiefe Wasserfall. Da ist auch so ein fieses Vieh. Die können auch ganz schön garstig werden. Wenn ich da drüber weg kann und später tiefer gehen. Oh, der hat schon gekracht. Na? So, jetzt weiter runter. Ich muss quasi hier so diesem Lost River ein bisschen folgen. Da ist auch schon dieser Schädel. Wir sind jetzt schon 800 Meter tief. Die Motte ist jetzt bald an ihrem Ende angekommen. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich denn da hin wollte. Da. Hoffentlich ist das nicht zu heiß. Wo scheiße, 50 Grad. Hier kann ich ja gar nicht raus. Muss ich nochmal eben checken hier. Wenn das zu heiß ist, kann ich ja gar nicht hier vorbei. Das war das aber doch gar nicht, oder? Mal da um die Ecke gucken, da war nämlich ein Warper. Uah, mich jetzt erschrocken. Da war ein Warper letztes Mal. Da ist nämlich so diese große Alien-Basis da hinten. Oh, scheiße, so ein Vieh wieder. Also da ist einiges. Da wollte ich ja dann auch mal gucken gehen. So, jetzt muss ich hier 25 Grad an. Da muss ich nur um diese Krater ein bisschen Umweg machen hier. Wo kann ich denn jetzt mal die Motte stehen lassen, dass die nicht zerfetzt wird von den Viechern her? Ich suche jetzt eine schöne, einigermaßen geschützte Stelle, wo die Motte gut aufgehoben ist. Ich glaube, hier ist das gar nicht verkehrt, oder? Bei krass 58 ist das eigentlich okay. Gut. Ich brauche sie nicht reparieren. Ich bin schadenfrei hierher gekommen. Jetzt heißt das also mit dem Gleiter zurück. Ich mache vorher nochmal Folgendes. Einmal den hier. Und so ein. Die ist hoffentlich voll. Ja, hier auch 6 Minuten. So, ja, 91 haben wir. Ich würde jetzt aber auch hingehen und die Sauerstoffflasche rausnehmen, ne? Die Energiezelle raus, oder? Nee, brauche ich nicht. Ich habe hier noch einen Ersatz. Mache mal das Licht aus. Gut, wo muss ich lang? Da, Alien-Eingang 1 nicht. Krass, ach, das ist hier. Wo ist denn Wegweiser? Da, ich muss also in die Richtung... Und dann so... Oh, ich versuch's. Ach ja, was wichtig ist, ich werde jetzt hier speichern. So, 1 FPS, 36 FPS. Ja, speichern. Das ist aber nur, wenn ich aufnehme. Gut, dann werde ich gucken, dass ich jetzt loskomme. Auf geht's. Ich hoffe, es ist ja nicht zu heiß. Ich habe ja kein Thermometer. Ich bin irgendwie langsam. Ich sehe gar nichts. Wegweiser da, dann muss ich da lang. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum bin ich denn so langsam? Ich komme mir so langsam vor. Hoffentlich ist das richtig hier. Nee. Doch, das sieht gut aus. Hier ist doch der große Wasserfall. Jawohl. So. Eingang Blutgelb. Wo ist Wegweiser? Wegweiser, da.
Hier ist doch dieses Riesenvieh gerade gewesen. Der sollte mich besser nicht erwischen. Wegweiser 500 Meter. Irgendwie komme ich mir so langsam vor. Oh je, oh je, oh je. Nein! Wenn der mich kriegt, bin ich kaputt. Schön am Rand entlang drucksen. Ich sehe nicht, ich weiß aber, der hinter mir ist, weil ich ihn ziemlich laut gehört habe. Wegweiser 200, das ist gar nicht mehr so weit. Ich sehe nichts mehr. Es ist dunkel. Dunkel. Ja, sind schon wieder beim Blutkelbwald. Wegweiser. Jetzt können wir eigentlich quasi schon gerade nach oben. Vielleicht ist auch gerade Tag. So, jetzt müssen wir noch an diesen komischen Spinnenkrebsviechern quallen. Wie heißen das, diese Tintenfischdinger vorbei? Hier ist der Weg nach oben. Ich sammle aber nichts ein. Ich habe jetzt auch Granit gesehen, aber ich sammle nichts ein. Da sieht man doch schon die Oberfläche. Brauche ich jetzt gar nicht mehr anmachen hier. Meine Güte, mit einmal Sauerstoff. Ich habe immer noch 90. Wie geil ist das denn? Ich glaube, ich schaffe das. Ich brauche nicht einmal die Sauerstoffflasche wechseln. Unter Wasser geht es schneller. Ja, geht schneller unter Wasser. Die Knochenhaiviecher. Joa. Dann hätten wir das. Dann ist die Motte schon mal vor Ort. Wenn ich denn da mal wirklich weg muss, dann müsste ich quasi nur, muss ich mit dem Zyklop nicht zurückfahren, sondern könnte ich mit dem Gleiter rauf bis zur Motte und mit der Motte weiterfahren. Wenn ich jetzt wirklich mal nochmal nach Hause musste oder müsste irgendwas von hier oben holen oder so. Oder ich müsste mich retten. Wenn ich zum Beispiel da unten, bevor ich die Basis bauen kann, der Zyklop zerstört wird, könnte ich mich vielleicht retten, indem ich mit dem Gleiter bis zur Motte fahre, wenn ich das schaffe. Und dann mit der Motte weiter, die ist ja bei irgendwie 800 Meter tief. Die nächste Aufgabe ist dann eben, den Zyklop darunter zu manövrieren, dass der auch genau da unten steht. Ja, und dann kann ich von da aus, entweder baue ich da eine Basis oder ich suche mir da einen anderen Weg, das noch ein bisschen weiter geht, weiß ich noch nicht. Denke mal, dass ich da erst eine kleine Basis baue, wo ich mich zurückziehen kann, so schön in der Ecke versteckt. Und von da aus dann die Expedition weitermacht, dass ich dieses Lava-Biom irgendwann mal finde, weil ich glaube, da geht es auf jeden Fall ganz gut weiter. So, da wären wir wieder. Aber hier muss ich jetzt nicht rein. So. Welcome aboard, Captain. Uff. Wo ist die Motte? Da unten.
Die Motte ist 983 Meter nur. Boah, wir mussten da hinten und die ist quasi hier unter uns, denn die 800 Meter tief ist ganz in der Nähe hier. Wow. Ist quasi eine Unterwelt. Wer hätte das gedacht? Tja. So, jetzt werde ich nochmal gucken. Vielleicht hole ich den Krebs nochmal hier ran. Werde ihn mal ein bisschen kontrollieren und dann fahre ich mit dem Zyklopen hinterher und dann mache ich da wieder eine Folge. Ich glaube, das sollte reichen. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt, aber es dürfte so ungefähr eine halbe Stunde jetzt auch gewesen sein. Sollte eigentlich erstmal reichen und dann... Nächste ist dann mit dem Zyklop auch dahin fahren und dann können wir von da aus was starten. Ich müsste eigentlich alles bei haben, was ich brauche für die Station. Dann alles klar. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ein bisschen spannend war es ja. Hat besser geklappt, als ich gedacht habe. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.